Kannole Ortsmitte mit ihrem Straßennetz stellt heute einen der suggestivsten Orte des Dorfes. Hier beweisen einige Güter die Vergangenheit der Ortschaft. In der Nähe des aktuellen Rathaus steht die alte Zisterne Cananea. Einst war die Zisterne Wasserquelle der heimischen Bevölkerung und wurde für das Sammeln von Regenwasser benutzt. Der alte Brunnen der Gemeinde trägt den Namen eines jüdischen Ortsnamen. Cananea heißt Juden, die aus dem Land Kanaan stammen. Auf dem Platz San Vincenzo Ferrari gibt es einen großen Bogengang aus dem 18. Jahrhundert. Das alte Gebäude wurde in der Vergangenheit als Tagungsort für öffentliche Versammlungen benutzt, wo man Entscheidungen von allgemeinem Interesse traf. Es war sowohl Rathaus als auch Justizpalast. An die Wände wurden Dokumente und Informationen von öffentlichem Interesse gehängt. Wenige Meter von dem Platz entfernt gibt es das Rathaus. Es wurde in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts über die herrschaftliche Residenz der Adelsfamilie Fiore di Muro aus dem 18. Jahrhundert gebaut. An der linken Ecke des Gebäudes wird die Steinstatue des heiligen Vitus aufbewahrt, das einzige Zeugnis der alten Kapelle des heiligen Vitus, von der heute nichts mehr vorhanden ist. An einer anderen Ecke des Platzes gibt es die Reste des St. Biagio-Tors. Es wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erstellt. Es stellte den Zugang zur alten mittelalterlichen Festung von Cannole dar.